So, wir haben Sparring auf dem Programm und danach geht's direkt ab nach Stuttgart. Octagon kämpft heute keiner von uns und wir kämpfen gegen niemanden. Let's go, baby. Ziel ist immer, an die 100% zu gehen. Das ist doch ein Rennauto. Ich werde, glaube ich, noch ein Wasserkenner. Wir haben den guten Christian Rentnerlin neben mir. Sieht eher aus wie ein Wodka, oder? Ich brauche Christian, der ist motiviert. Stuttgart gegen Frankfurt in Frankfurt. You sick, ja? Yeah? Salam alaikum. Willkommen, Mr. Get ready, Christian. Kurt ist krank, du hörst dich auch sogar wieder schlechter als jetzt mal. Das war, weil wir gezockt haben bis heute Nacht um 2 Uhr. Hoffentlich wird der Malediven oder das alles. Ja, das ist die einzige Hoffnung, was ich habe. Der wird nervös. Wieso nervös? Keine Ahnung, Alter. Weil ich ihn dabei angeguckt habe, glaube ich. Wie würdest du sonst deinen körperlichen Zustand beschreiben? Top, ich fühle mich top. Gestern 8x400 Meter, wird immer besser. Wir sind gut dabei. Meinst du, der Urlaub wird das ein bisschen einschränken? Nee, nicht einschränken. Ich glaube, vielleicht ist es für die Regeneration nochmal besser. Ich habe ja mein Laufprogramm. Also du kannst dich ein bisschen diättechnisch daran halten im Urlaub? Also da gibt es ja nur gutes Essen. Von daher ist es okay. Ja, gutes Essen kann man auch viel essen. Ja gut, da muss man halt schon drauf achten, ne? Kann er nicht in Versuchung kommen. Ja. Was heißt in Versuchung kommen? Man muss einfach strikt sein und fertig. Zum Urlaub werden wir leider nicht die große Kamera dabei haben. Ich werde ein bisschen mit dem Handy filmen, dass ihr da auch ein bisschen mit dabei seid. Und um nichts zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Was kann man erwarten heute vom Sparring? Letztes Mal war ja gegen Heavyweight. Mohamed Kavinsky kommt noch. Mal gucken, wir haben zwei, drei gute Runden bestimmt. Ziel ist immer, an die 100% zu gehen. Genauso wie letzte Woche. Ja. Deswegen, wir halten unser Gewicht, gut gefrühstückt. Großes Wochenende steht an, nächste Woche Samstag. NFC in Frankfurt, ausverkauftes Haus. 6 Kämpfer von uns am Start, es wird mega. Ich wollte fragen, was du davon hältst, dass Christian 5 Runden vor dem Kampf im Urlaub fliegt. Ich würde es gar nicht so als Urlaub betrachten und auch nicht als Urlaub bezeichnen. Es geht mehr darum, dass er nochmal für den Endspurt im Prinzip ein bisschen Energie tankt. Er wird dort trainieren, er wird dort sein Laufpensum machen. Er hat einen ganz, ganz klaren Plan, an den er sich auch halten wird, weil er ist Vollprofi. Und von daher gesehen, in der Phase, in der er sich befindet, mit der Erfahrung, die er hat, ist es in Ordnung. Wie viel Prozent gehst du heute dran? 70, 80, 90, 100. Also man sieht, Christian ist sehr technisch. Heute war mehr Sparring im technischen Bereich und mit Christian kann man das auch machen. Christian ist so jahrelang, also so lange schon dabei, so viele Jahre mit ihm auch zusammen schon auf der Matte verbracht, so viel Erfahrung. Und er ist einer der wenigen, mit dem man auch so arbeiten kann. Und man sieht einfach, dass er top vorbereitet ist. Also Kondi stimmt, Präzision stimmt, so Timing stimmt, Gewicht stimmt, wie man sieht. Also Christian ist auf jeden Fall top in Form und hat ja noch genügend Zeit. Ne? Jetzt macht er ein Kilo weg. Das ist, wie ich schätzen kann, ne? Was hast du jetzt gerade gemacht, Christian? Was sieht das aus? Sag mal. Nach Massage, oder? Oh, fuck. Oh, Scheiße. See, good coaches are multifunctional. They mess you up in practice, and after that they have to fix you up. Das ist gut, ja. Coach, where did you learn this? 4 Jahre Physio. And 1 year Thailand. 1 Jahr Sportmassage in Utrecht in Holland. 1 year Thai Massage Kurs in Thailand. Magic Hands. Wahnsinn. 5 sehr gute Runden. Bo Krawinski, geil, dass er da war. Das hat mich eben nochmal fertig gemacht hier. Massagestunde. Aber geiles Sparring. Wir sind top in der Zeit und es wird immer spritziger. Deswegen passt alles. Jetzt gehen wir erstmal nach Hause, machen uns einen schönen Shake
Und dann geht's ab Richtung Stuttgart mit der ganzen Mannschaft. Du siehst auch, als würdest du so Mittagsschlaf jetzt vertragen. Ja? Weißt du, wie du aussiehst? Train hard, fight easy. Let's go, baby. Was sagst du zum Auto? Spoiler kostet schon 10 Mille bestimmt, oder? Das ist zu krass. Nach nichts Kampf, ich kauf mir auch eine. Christian. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich kaufe mir auch einen, ja? Nach meinem Kampf. Ja. Ich hab doch jetzt Sponsor. Wo bleibt man? Ja, wir holen einen. Ja. Kannst du nicht bei dir mitfahren? Bist du blöd oder was? Wie soll ich das hier alles reinmachen? Sag mal, sollen wir es da oben trocken mit schnüren oder was? Es regnet, wie soll ich denn jetzt fahren, Alter? Das ist doch ein Rennauto. Für die Veranstaltung heute? Gute Kämpfe in erster Linie. Wie immer eigentlich, ne? Den Sport repräsentieren. Also fühlst du dich in der Position, dahin fahren zu müssen, oder? Ne, ich will ja dahin fahren, aber andererseits ist es natürlich auch ein kleines Muss, ne? Auf den Veranstaltungen hier in Deutschland präsent zu sein. Einfach anwesend zu sein, das ist wichtig. Und Leute nicht vergessen. Jetzt machen wir uns erstmal den Shake nach dem Training. Ganz wichtig. Hier. Wir haben ja schönes Wetter. Bisschen Kreatin. Genau. Champ Shake, wisst ihr ja, Isoclear plus Kreatin gleich Champ Shake. Plus haben wir hier unsere Vitalstoffe. Ihr bekommt 25% auf Athletic und auf den Rest von den Vitalstoffen 20% mit dem Code Champ. Ganz genau. Das ist eine geile Farbe. Himbeer heute, Raspberry, ja? Ja. Let's go, baby. Yeah. Let's go, baby. Und was wir hier erfahren haben, was auch geil ist, hier ist ein Wasserbehälter drin, den füllen wir auf. Oh, nächstes Mal mit Eiswürfel, oder? Seit dem Wohnungstour-Video hier neue Sachen dazugekommen, oder? Schuhregal? Das ist ein brutales Schuhregal, oder? Das ist ja echt geil. Das ist wirklich das beste Schuhregal, was ich gesehen habe. So, let's go, Baby, oder? Sollen wir was reinstecken in den Schnabel? Olli, wo hast du die Kamera an? Wartest du darauf, dass ich die Felge ankretsche hier fürs Video, oder wie? Nein. Kannst du lang warten. Wir haben ja danach noch die Ausfahrt von Karkhausen. Also die da. Kannst du dann fahren. Ich hab keinen Bock mehr dann zu fahren. Wir sind jetzt in Stuttgart angekommen. Jetzt gehen wir noch was essen und dann geht's auf die Veranstaltung. Was geht, Tommy? Hey, was geht, Olli? Geht, Jum? Ja. Okay, guten Abend, Tommy. Langsam schmeckt mir aber das Wasser. Jetzt nach dreieinhalb Wochen, schmeckt mir das Wasser wirklich. Das ist eine andere Sorte, schmeckt anders. Ich werde, glaube ich, noch ein Wasserkenner. Nicht nur Champagner, Verkosta, sondern auch ein Wasserkenner. Was ist deine Lieblingswassermarke? Leitungswasser. No name. Aber ich glaube, heute, erste Oktagon-Veranstaltung ohne so ein kaltes Bierchen wird auch hart, oder? Nee. Was willst du denn verleiten? Du bester Kameramann der Welt. Hast du gehört, was dein Chef dir gesagt hat? Ribeye Steak mit Maiskolben und Kartoffelkartar. Dein Burger sieht gut aus. So, jetzt wollte ich noch eure Bewertung hier vom Essen. Beide Teller sind. Es gibt eine gute, solide 8 auf jeden Fall. War sehr gut. Alle Punkte erreicht, da gab es gar nichts dran auszusetzen. Kann man auch 10 geben, 10 von 10, oder? Kannst du entscheiden, wie du willst? Ich entscheide, wie ich will. Ganz einfach. Du hast nicht das große Filet bestellt, du hast das kleine bestellt. Nein, ich hab Ribeye. Du hast Ribeye. Ich hab gar nicht gesehen. Tommy, was hast du zum Essen? Brutal. Ehrlich, wirklich sehr, sehr gut. Was würdest du Bewertung geben, 1 bis 10? 9, 9,5. Warum steht denn hier aber Porsche Arena? Ja, super. Jetzt gehen wir hier im Haupteingang rein. Können wir noch gleich Fotoshopping machen. Aber weißt du, was geil ist? Hier riechst du noch Popcorn. Verrückt, oder? Aber ich freue mich für ihn. Wir können einfach nicht hier reingehen. Der ganze Traum auf einmal hinter ihm. Was abgenommen bis hier? Boah, ich habe zugenommen, was? Ich bin richtig fett geworden. Alter, wo ist das denn hier? Seht ihr das? Das ist meine Liste, wem ich alle Sachen geschickt habe, ne? Schau mal, vor Engisek und vor Dulatov kommt sogar noch Christian Eckerli. Oh, warte mal. Ja, jetzt hab ich's gesehen, alles gut. Adresse musst du zensieren, ne? Nicht, dass nochmal jemand einbricht. Aber das ist die erste Reihe heute wieder. Ja, wenn du meine Plätze nicht klaust, sitze ich vielleicht auch mal wieder in der ersten Reihe. Geklaut? Nein. Wir haben den guten Christian Rentnerlin neben mir.
Ich weißt du, der hat sich letztens Porsche und alles geholt. Deswegen will ich. Kumpel Mike Hever bei den 5 Fragen, 5 Runden oder wie das Ding heißt. Da war ich nicht im Training. Ja, genau. Also, ich möchte seine finanzielle Situation ein bisschen aufbessern, damit er sich den Tank. Du gewinnen hier, warte mal. Ja, ja. Pass mal auf. Also, hier sind 10 Gesichter von UFC-Fightern dahinter. Die musst du erraten. Okay. Das ist das Easy-Set. Ja, ich gebe dir dafür Fuffi, wenn du das hier machst. Aber muss ich alle hier erraten. Gebe ich dir 100 bei dem Roten. Das ist aber das Schwere. Ganz komischer Weißwein, ne? Der ist so weiß wie noch nicht. Der ist so weiß wie noch nicht. Sieht eher aus wie ein Wodka, oder? Könnte auch sein. Aber es ist leider Wasser. Das ist gut, das Wasser. Wie geht's bei dir? Gut, wie geht's dir? Ja. Alles gut? Maschine, wie geht's? Oh, wie geht's dir, Bro? Christian, ich bin seit 2 Monaten raus. Du musst mich wieder reinbringen. Wo rein? Ins Training, alles. Ich hab voll abgenommen. Oder siehst du mich? Aber ich war immer fertig. Warte mal. Ich bin tot. Ich war 103 Kilo, jetzt bin ich auf 83. Ich hab komplett alles verloren, Bruder. Ich hatte eine Schleimbeutelentzündung, bei einem Suplex ist es passiert. Ich bin irgendwie draufgekommen und danach noch beim Fitness. Und dann seit 2 Monaten komplett raus. Und jetzt will ich Gas geben. Wollen wir das in Angriff nehmen, ja? Jetzt müssen wir es in Angriff nehmen, Bruder. Ich brauch dich. Du bist nicht mehr im RP-Film, gar nichts, ne? Das ist jetzt... Ich weiß gar nicht, wohin mit der Zeit. Stream ist, darf man nicht unterschätzen. Und, oder? Du musst immer dranbleiben. Ne? Die Leute unterschätzen das, ne, Christian? So ein bisschen hinsetzen und spielen ist es nicht. Nee. So. Du musst ja ein bisschen spielen, ne? Du musst ja spielen. Das ist ja nicht so, dass ich da vorsitze, rede, du musst ja ein bisschen was machen. Ihr seid ja noch hier, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall, dann sieht man sich noch. Du bist ja auch an deinen Kameramann, Bruder, du bist stabil. Korrekt. Geiler Kameramann. Hauptattraktion Christian Eckerlin. Nächstes Mal steht er für mich auf, der Rentnerlin. Einmal habe ich das gemacht wegen seinem Alter, weil er ein alter, gebrechlicher Mann ist. Aus Respekt, aber es ist vorbei jetzt. Kommt doch mal auf Rentnerlin. Er ist doch ein alter Mann. Was soll ich machen? Ein alter Mann. Rentnerlin. Jünger. Das ist auch mal ein Klassiker, mal zum Reingehen. An was erinnert dich das Leben? Ja, Hamburg. Meine Fight Prediction für Jungwitz Kampf. Ich bin gespannt. Hat ja eine lange Pause, also eine längere Pause gehabt. Vor der Verletzung zurück, aber ich denke, er macht das schon. Ja, geil. So muss es sein. So muss es normal die ganze Zeit sein. Das war variabel auf jeden Fall. Geht zum Ring, Stand, unerwartet. Auf Jungwitz, weil er geht nur nach vorne. Aber der Gegner hat auch einen sehr guten Kampf abgeliefert, ne, muss man sagen. Sehr stark. For the winner, Christian the Gallant, Jungwitz! Wir sehen uns, denke ich mal, spätestens am 12. Oktober, wenn es heißt Stuttgart gegen Frankfurt. In Frankfurt, auf geht's! Christian, wie bist du? Let's go, baby! Tobi, was sagst du zu der Herausforderung hier von Jungwitz? Ja, mal sehen, was passiert. Wir sehen uns bald wieder in Frankfurt. Transformation mit Christian bald wieder? Ja, ich will. Ich brauch Christian. Der ist motiviert, Bruder. Ich brauch so deutsche Power, Bruder. Deutscher Panzer brauche ich. Christian. Ich fühle mich Disco.
Ich bin so high. Der Mann hat Geschmack. Tommy enttäuscht mich ein bisschen. Mein Traum war es, mit ihm ein Bier zu trinken. Aber nicht heute. Gerne. Wir sind Vorbereitung. Vorbereitung. Am 4.5. nach unserem Sieg können wir uns gerne die Birne wegschießen. Frankfurt war halt anders. Stuttgart war auch sehr gut beim Christian Jung wird sein Kampf. Aber ansonsten war es ein bisschen durchwachsen. Würde ich sagen, die Stimmung. Also hättest du mehr gewünscht? Ja, klar. Wir waren hier bei der Veranstaltung, aber Frankfurt ist einfach besser, ganz einfach. Ihr habt es gehört, 55.000 im deutschen... Ey, haltet doch mal die Schnauze, seid ihr behindert oder was?